So, wie kann ich meine Energie aufladen und solche Schätzchen? Golden ist so, setzen, Golden Symbol ist die Hauptanlage von Drode. Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks an der Bekämpfung ihre Ansehen zu steigern. Belohnung, Macht, um neue Fähigkeiten schon freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren die Nebenmissionen und Sammelstücke. Dir stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Der Sklaventreiber rettet die Menschen im Mordor und findet die schwarzen Hauptmänner. Der Geist von Mordor erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruks, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Okay. Mirian. Diese Münzen wurden von den Elbenschmieden von Eregion geprägt. Und der Mirian wurde zur geläufigsten Währung dieses Reiches und wurde in ganz Mittelerde gehandelt. Ebenso wie Ithildien, dem Sternenmond, schon richtig. Mit dem Elben, die ihre Tore markieren, besteht auch das Mirian-Münzen aus Mithril, das sie von den Zwergen erworben haben, bevor sie den Balrog gefunden haben. Ja, diese Währung wurde von allen Völkern beim Handeln eingesetzt, etwa auf wichtigen Märkten wie den in Khazad-dûm. Zu Ehren der Zwerge zeigt eine Seite der Durins Tor und die andere dessen großen Schmiede. Im zweiten Zeitalter setzte der dunkle Herrscher Sauron alles dran, die Mirian zu zerstören. Heute sind sie nur noch äußerst seltene Überreste eines längst vergessenen Reiches. Ah, coole Scheiße. Gut. Mordor. Oh. Mordor. Ein Land geboren und gehüllt im Schatten Mordor ist. Im Schatten, Entschuldigung. Mordor ist die Heimat des zweiten dunklen Herrschers von Mittelerde, Sauron. Des zweiten, wer ist dann der erste? Okay. Das Reich ist wie ein Magnet für Geister und lockt alle Arten dunkler und bösartiger Herzen an. Es ist auch das Heim vieler monströser Kreaturen, darunter Karagor, Grauchs, Unguls und noch viel, viel grauenerregendere Dinge, die weder von den Uruks noch von den dunklen Herrschern je gezähmt wurden. Das brennende Herz des Reiches, der große Vulkan Orodruin, schlief für viele Jahrtausende. Saurons Feste und Barad-dûr wurde nie vollständig geschliffen und ist vor neugierigen Blicken verborgen. Die Uruks haben das schwarze Tor in Udun übernommen und in Nurn gibt es unzählige Menschensklaven, die auf Rettung hoffen. Okay. Es geht weiter. Also entschuldigt bitte, ich lese jetzt ein bisschen vor, ja, nicht wundern. Moranon. Okay, das schwarze Tor von Mordor ist eine beachtliche Verteidigungsanlage. Es überbrückt die Kluft zwischen den beiden Gebirgen Ered-Lidui, Aschengebirge, und Efal-Duat, Schattengebirge in Mordor, und beschützt im Wechselspiel Mordor vor Invasionen aus Gondor und Gondor vor den Streitkräften Mordors. Sehr sinnvoll. Seine Wälle sind aus massiven Steinen und undurchdringlich. Diese atemberaubende Struktur wurde im zweiten Zeitalter von den Herrschern des dunklen, von den Herrscharen des dunklen Herrschers Saurons mit Hilfe eines Rings errichtet. Erinnern wir uns dran. Später, nach Saurons Niederlage in der Schlacht von Dagorlad, errichtete Gondor mit Hilfe von Sklaven, böse, böse, auf beiden Seiten des Tores die Türme der Zähne, Nachost und Karchost. Waldläufer aus Gondor haben das Tor über 2 Jahrtausende lang bemannt. Doch ihre Zahl wurde während der großen Pest stark dezimiert. Ja, die Pest. Ne? Okay, dann haben wir Udun. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Das Tal von Udun ist ein raues und ungefährliches Land, in dem hauptsächlich Armeen mit dem Ziel stationiert werden, entweder in Mordor einzufallen oder auch aus Mordor heraus anzugreifen. Diese ausgedehnten Landstriche wurde einst von Ausgestoßenen aus Gondor besiedelt und untersteht jetzt aber dem Kommando des Uruks. Also es praktisch wie normal ein Krieg, wechselt halt immer wieder die Seiten. Udun wird im Norden vom Schwarzen Tor, im Süden von Kalach Angrin mit den Isenmüden eingegrenzt. Beschützt wird es von den zurückeroberten Festungen Durdang und geteilt durch die breite Schwarze Straße, die zur Festungsruine von Barad-dûr führt, wohin sich der dunkle Herrscher nach seiner Niederlage gegen den Weißen Rat bei Dol Guldur zurückgezogen hat. Orodurin. Urdurin, eher bekannt als der Schicksalsberg, also da, wo man den Ring immer reinschmeißt, ist der größte Vulkan in Mittelerde und das feurige Herz von Saurons Reich. In der Samadnaur, den Kammern des Feuers, tief im Bergesinneren, schmiedet Sauron einst den einen Ring, mein Schatz, um ganz Mittelerde zu unterwerfen.
Nur dort kann er zerstört werden. Oder? Das wissen wir, wer alle über die Filme gesehen hat oder das Buch gelesen hat, weiß das natürlich. Seitdem der eine Ring an den Hängen des Orodurins von Saurons Hand abgeschlagen wurde, scheint der Vulkan zu schlummern. Wenn Sauron in all seiner Macht von den Ruinen Barad-dûrs aufersteht, wird der Berg aufs neue Feuer speien. Barad-dûr. Da geht's noch weiter. Von Barad-dûr, dem dunklen Turm, blieben seit seinem Fall nach Saurons Niederlage durch die Macht Gondors am Ende des zweiten Zeitalters bloß noch Ruinen. Doch solange Sauron überdauert, solange bleibt auch das Fundament Barad-dûrs bestehen. Es ist die Ruine, die Saurons nach seiner Rückkehr der Heimat auserwählt hat. Von einem dunklen Zauber verborgen, sammelt er dort seine Macht für den nahenden Ringkrieg. So, den Rest habe ich noch nicht entdeckt. Ah, also da kann man Saurons Armee. Das hatten wir schon. Das ist mein aktuelles Ziel. Ruinen verfügbar. Okay. Chance 20% des kritischen Treffers mit dem Schwert gegen anzuzünden und die Flammen der Klinge orange zu brennen. Kampftodesstück führt Hauptmänner Bonusschaden dazu. Gewährt Zugriff auf die legendären Waffenfähigkeiten von Urfaeds Sturm. Chance von 50% gegnerischer Nahkampf. Okay. Okay. Die Welt hat sich verändert. Ja. Nichts ergibt mehr Sinn. Nichts ergibt mehr Sinn. Okay. Also. Das sind meine Aufgaben. Und da kann man. Was ist das hier? Okay, noch nicht entdeckt. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Das Wasser, das die Orks uns geben, ist verseucht mit Schlamm und toten Ratten. Was? Ob wir dieses Zeug nun trinken oder nicht? Okay. Ich muss machen. Wo bin ich denn? Hier bin ich, oder? Da ist der Sklaventreiber. Da ist ein Artefakt. Schnellreise. Dimitri-Klinge. Okay. Okay. Kann ich denn hier speichern oder was? Sangle Kräuter, um zu regenerieren. Also muss ich hier irgendwo so. Ah, okay. Okay, mit V gehe ich in die Geisterform. Was muss ich jetzt hier machen? Ist das ein Kraut? Ah, okay. Sehr gut. Eintrag ansehen. Nifredil. Die kleine Blume Nifredil wurde sehr wahrscheinlich in den fernen Vergangenheit Mittelerdes durch Magie erschaffen. Ihr Erscheinungsbild ist in der Tat außergewöhnlich. Aus der Ferne betrachtet scheinen diese blassweißen Blüten wie Sterne zu schimmern. Hä? Okay, meine Meinung. Als Medizin eingenommen, wirkt Nifredil beruhigend auf die Körpersäfte, kann so Unruhe besänftigen. Seine grünen Stängel können zerstoßen und zu einer dünnen Paste zerrieben werden, die Blutungen stoppen. Die Pflanze hat sich über das ganze Mittelerde ausgebreitet und kann heute selbst in den unwirtlichsten Winkeln angetroffen werden. Okay. Okay. Was habe ich jetzt hier noch für Quest?
Ich muss 2 Nephrite und ich muss 3 Spinnen töten. Hallo? Ah. So, Etzer. Also, wo sehe ich das im V, oder? Schauen wir mal weiter hier nach. Okay. Ich habe gehört, die Elfen könnten Schwerter anfertigen, die so scharf sind, dass sie durch Steinschilder bei uns bleiben. Ihr Menschen seid so schwächer als ein Krawan in einem Fass voll Glocken. Was? Habt ihr das gehört? Hey! Die Symbole über dem Kopf eines Uruks zeigen seine Achtsamkeit. Gelb bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht, das sich entdeckt hat. Okay. So. Also der Modus hier ist ziemlich cool, Geistermodus. Auch wenn man da nichts sieht. Wenn du deine Stärke beweist und den Waldläufer tötest, bekommst du eine Beförderung und darfst dir das beste Menschenfleisch aussuchen. Mhm. Neue Herausforderung, Pfeifenkraut und Glotrond, was immer das ist. Komm ich da runter? Schon, oder? Da ist einer, oder? Ist das ein Uruk? Der hat mich schon aufgeregt. Oh. Du besitzt genügend Babam, um eine Verbesserung zu kaufen. Drücke 2 in diesem Menü, um dir eine Attribute anzuzählen. Drücke 2, okay. Sammle XP, um Fähigkeitspunkte zu erhalten und mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten. Löse bla 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 aus, um die schnell an Macht zu gewinnen und neue Fähigkeiten freizuschalten. Ist gut. Aber wenn ich jetzt auf 2 klicke, Mirian ist die Währung, mit der du deine Waffe verbesserst, sodass du deine maximale Gesundheit, Fokus und Elbengeschoss erhöhen kannst. Erhalte Mirian, indem du Sammelstücke findest und Nebenmissionen, Herausforderungen und zusätzliche Ziele erfüllst. Okay. Erhöhter Gesundheitswert. Achso, das ist jetzt natürlich noch gesperrt und das kann ich jetzt freischalten lassen, oder wie? 100. Und wie kann ich das jetzt denn zulernen? Attribut erwerben. Habe ich. Gut, jetzt habe ich mehr Gesundheit. Super. Ich sterbe jetzt nicht mehr gleich. Okay. Das ist unten. Haben wir hier jetzt noch was? Was ist das hier? Gut, Gesundheit brauche ich jetzt gerade nicht.
Achso, ist die falsche Taste. Oder geht's da irgendwie runter? Zieht jetzt gleich das Messer. Wo ist denn der? Aha, Lastbug-Menschenjäger, okay.